Ja, das ist bunte. Also das ist nicht ganz zuordnenbare, aber leibende und auf jeden Fall, was den Verein ja immer noch ausmacht, dieses an der Tag ein bisschen anders sein, so gewissen Charme und Mut zur Hässlichkeit, das taugt mir. Das hat mir immer schon taugt. Also das finde ich ja eine Lebenskompetenz, Mut zur Hässlichkeit haben. Wurde halt dann der FC Blau-Weiß Linz zuerst einmal natürlich nur im Kopf, aber dann auch tatsächlich formell gegründet. Ich will laut singen, dass man uns überall hört. Ich will mit dir dort gehen, wo der Fußball noch uns gehört. Dann haben wir gedacht, das ist unglaublich Blau-Weiß. Der Typ, der noch, weiß nicht, bis im Nachmittag Fenster putzt, sich dann umzieht, dann da aufgeht und die Profis weghaut. Da war ich unglaublich stolz auf den Sami und auf uns alle. Ja, das ist, Erinnerung ist, war, das passiert wie gestern, habe ich im Kopf alles. In dem Sinn hat sich eigentlich von vor 20 Jahren bis heute gar nichts geändert. Es war halt einfach, aber es war halt alles Gute, weil halt der Verein so klar war. Die haben genau gewusst, wen muss ich fragen, beziehungsweise beim Deal reingegangen. Schau den Rucksack rein, hast 20 Bengalen drin. Aha, okay, passt, Rucksack zu, weiter. Also da war nichts mit Schmuggeln oder irgendwas so blöd. Das hat es alles nicht gegeben. Am Anfang.